Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist René. Wir sind wieder bei SHR. Hallo. Guten Tag. Freut mich, dich wiederzusehen. Ja, ging doch schneller als gedacht. Ich hab's befürchtet, ja. Wie ihr im Videotitel wahrscheinlich schon gesehen habt, wir stehen auf der Rolle. Auto kriegt heute mehr Leistung. Ich bin gespannt. Man gewöhnt sich zu schnell an die Leistung. Ja, zu schnell. Also ich bin jetzt, einen Tank habe ich leer gemacht. Das war's, ne? Also einen Tank leer gemacht? Einen Tag leer gemacht, genau. Okay, du bist ja gar nicht so viel gefahren. Nee, ich habe nicht so viel Zeit zum Fahren. Ja, und nicht nur zum Fahren. Ich sehe sonst nicht viel passiert an dem Auto bis jetzt. Nee, Sitze zum Beispiel. Ja, Sitze wolltest du drin haben? Ja, eigentlich wollte ich Sitze schon einbauen, habe ich euch in dem allerersten Video ja schon gesagt, dass da noch die Sitze reinkommen, aber ich bin nicht dazu gekommen bis jetzt. Habe ich noch nicht geschafft, die kommen aber noch rein. Zu Benny fahren wir ja auch noch, BK Performance, da gibt es ja noch eine Abgasanlage. Dann soll ja noch ein H&R-Fahrwerk rein und so, damit ich, ja, soll ein bisschen schöner fahren, weil jetzt ist schon sehr huckelig. Wenn man es gut meint, dann heißt es straff, ne? Ja, genau. wir machen erstmal eine Eingangsmessung, um zu gucken, genau, wo wir jetzt gerade stehen. Richtig. Was denkst du, was könnte da für eine Zahl stehen? Müsste relativ nah um die 300 PS, denke ich. Rund der Ladeluftkühler bringt ja selbst keine Leistung, ne? Grundsätzlich bei vernünftigen Umgebungstemperaturen nicht, solange er nicht halt überfordert ist, ja. Mhm. Okay. Was kann man maximal mit dem IS-38, der IS-38 ist drauf, ne? Das ist der IS-38. Was also kann man da maximal? Wenn die Rahmenbedingungen passen, das heißt Abgasanlage, Ladeluftkühler, Ansaugung, Downpipe, alles drumherum stimmt, sind so 400 bis 410 PS sind da okay. möglich. Ansaugung habe ich ja jetzt noch nicht. Das ist ja noch... Da ist der original Luftfilterkasten drin. Der wird für deine Parameter jetzt reichen, mit der Abgasanlage zum Beispiel. Okay, ja. Weil wir sind ja durch die aktuelle, du hast ja jetzt gerade eine GTI, eine ganz normale GTI-Abgasanlage drunter noch. Da sind wir ja dann auch begrenzt auf. Circa 360 PS. Mhm. Ja. Man kann ein bisschen mehr rausquetschen, aber das ist dann schon wieder... Dann hast du zu viel Gegendruck, ne? Zu viel Gegendruck, das geht dann wieder auf den Zündwinkel und da hat man ein bisschen... Geht man in den Risikobereich, was wir gar nicht wollen. Ne? Zum Beispiel, dass der Lader hops geht? Mit Gegendruck, ja, ist nicht gut für den Lader, aber halt auch der Zündwinkel kann dann sehr viel rausgeregelt werden, wenn du zum Beispiel mal nicht 102 Oktan tanken kannst, weil es gerade nicht verfügbar ist und dann halt Volllast fährst, dann geht die Zündwinkelrücknahme eventuell in einen Bereich, wo das Steuergerät das nicht mehr vernünftig regeln kann und der fängt an zu klingeln und klopft den Kolben weg oder den Zylinderkopf. Okay. Motorschaden, den du natürlich nicht haben willst. Nee, das wäre nicht schön. Wenn der Turbolader drauf geht, dann muss halt doch ein TTE 485 das, drauf. Das wäre noch das, was man verkraften könnte. Das wäre noch das, was man verkraften könnte, genau. Ja. Gibt es dafür, für so welche Geschichten eigentlich TÜV, wenn ich jetzt einen Upgrade-Lader fahren wollen würde? Haben wir direkt bei uns im Haus noch nicht, nein. Aber wollt ihr machen? Ja, aber es wird halt immer schwieriger mit den Vorschriften für die TÜV-Abnahmen, was jetzt gerade sich herausgestellt hat, dass die Abgasanlagen ab 2020 nochmal speziell geprüft werden müssen, mit einem ganz anderen Verfahren. Aber zumindest ein Parameter damit reinkommt, der vorher nicht mitberechnet wurde, der jetzt unter Prüfungsgesichtspunkten betrachtet wird und dann wird es schon wieder schwierig für die meisten Abgasanlagen. Okay. Was könnte man eingetragen maximal aktuell fahren? Weißt du das? Was ist da so? Das habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Ich meine, das müssten sowas um die, mit einem normalen Software-Tuning 350, 360 PS sowas in der Richtung liegen. Dann sind wir ja da fast. Mal gucken, was nachher auf dem Bildschirm stehen wird. Ja. Aber sind wir ja dann relativ nah dran. Ne? Ja. Sehr gut. Dann verspannt ist er schon. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal Eingangsmessung. Richtig. So, erste Messung durch. Was haben wir jetzt? 293 PS und 393 Newtonmeter. Das ist okay, ne? Für ist schon in die Richtung, klar. Für Serie. Ja. Warum der Wagen hier gerade so ein bisschen verrückt spielt, auf der anderen Leitung sitzt nämlich gerade Marcel von MTR. Ihr macht das über
TeamViewer hat Live-Zugriff, hat direkten Überblick über alle Daten. Wir sind stehen in Kontakt, sprechen uns jedes Mal ab. Jetzt klingelt es gerade wieder und geht im Prinzip weiter mit dem. Das heißt, wir machen jetzt Software drauf und dann gibt es noch einen Prüfstandslauf. So, wir haben jetzt ein paar Messungen gemacht. Ja. Wir sind aktuell bei 377,5 PS. Genau, rund 563 Newtonmeter. Jetzt das ist schon sehr ordentlich. Ist gut, ne? Ja. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Du sagtest jetzt eben was von, dass er obenrum ein bisschen zusammenbricht. Genau. Man sieht hier, das ist die Ladedruckkurve. In dem Verlauf, die gelbe ist Originalmessung, die erste Messung. Blau und Rot werden jetzt gerade von den beiden Messungen. Hier hinten raus geht der Ladedruck ein kleines bisschen runter. Mhm. Und da wollen wir jetzt einmal kontrollieren, inwiefern der Luftfilterkasten noch das, so ein Strömungsgitter drin, Kunststoffteil unten im Luftfilterkasten sitzen. Das begrenzt natürlich ein bisschen. Wenn das raus ist, hoffen wir, dass der Ladedruck etwas konstanter bleibt und noch vielleicht ein kleines bisschen Leistung im oberen Drehzahlbereich dann noch dazukommt. Okay, was wären dann sonst noch so die nächsten Schritte bis auf Turbolader, was man noch machen könnte? Ja, die Abgasanlage wird ein Teil sein, obwohl wir jetzt sehen konnten, dass in der Klopfregelung sehr wenige Eingriffe sind, was uns ein bisschen wundert, aber es ist gut. Okay. Ja, der Cut ist frei. Ja, Luftfilterkasten muss nicht unbedingt sein bei der Leistung. Aber wenn wir dann weitergehen, wäre meiner Meinung nach die Abgasanlage das Erste, was man machen müsste. Ja, die kommt ungefähr zeitgleich mit dem Luftfilterkasten. Die kommt. Und müsste ich dann wieder nochmal auf den Prüfstand, nachdem die drauf ist, um da irgendwas anzupassen? Oder? Nein, in dem Zustand nicht. Es wird sich eventuell minimal was an der Leistung tun. Okay. Aber dafür müssen wir jetzt nicht unbedingt die Software ändern. Okay. Gut. Das heißt, wir gucken jetzt nochmal hier an dem Luftfilterkasten, ob wir dieses Innenleben da rausfischen können. Ich hoffe, dass es noch drin ist. Dann geht eventuell noch ein bisschen was. Ja. Wenn nicht, dann würde es erklären, warum er so stressfrei so viel Leistung macht. Ja, okay. Und dann schrauben wir es mal auf. Okay. Macht ihr die Messung immer mit MTR zusammen oder? Ja, hauptsächlich ja. Also wenn wir Abstimmungen machen, wenn es jetzt an frei programmierbare Steuergeräte macht, die machen wir komplett alleine. Mhm. Die Abstimmung, was an Originalsteuergeräten geht, jetzt Golf 7, was weiß ich, TT, in der Richtung, das machen wir eigentlich nur mit MTR zusammen. Teilweise nicht wie jetzt, dass wir komplett durchgehend da dran sind. Wir haben teilweise so viel zu tun, dass wir das dann so machen, dass was draufkommt, dass wir das testen können. Eventuell ein paar Stunden später oder am nächsten Tag dann weiterfahren. Okay. Einfach damit es vom Ablauf her passt. Ja. Aber grundsätzlich werden die Sachen eingespielt, mehrfach abgefahren, gelockt, die Werte überprüft. Okay. Auf dem Prüfstand abgefahren und dann noch einmal eine Kontrollfahrt auf der Straße zum Schluss, ob wirklich alle Werte in allen Bereichen stimmen, dass wir das Auto halt auch sicher und so mit bestem Gewissen abgeben können. Was war das Leistungsstärkste, was ihr bis jetzt hier auf dem Prüfstand stehen hattet? Das waren Messungen von 1450 PS, sowas in der Richtung. Okay. Also Philipp war doch nicht der Schnellste. Nicht der Stärkste. Nicht der Stärkste, genau. Nein, also wir hatten schon einige Messungen über 1000 PS. Ja. Aber egal, wie viel Geld man in diesen Motor reinbuttern würde, du würdest hier auf 1000 PS niemals kommen, ne? Das will ich nicht sagen, dass man da nicht hinkommt. Aber haltbar bleibt das dann nicht. Naja, klar. Nein, das geht nicht. So, wie wir hier sehen, der Luftfilterkasten ist schon freigemacht. Ah, okay. Ja.
Hat der Sascha schon gemacht. Hat er schon erledigt, ja. Hier sitzt normalerweise so ein, in diese Rasten eingeklickt, so ein Gitter, was das die Strömung von unten ja, gleichmäßig machen soll, aber natürlich auch begrenzt die Strömung. Mhm. Da haben wir dann den Grund dafür, dass wir jetzt schon so gut dastehen mit der Leistung. Ja. Ja, schade, wäre ja schön gewesen. Vielleicht noch ein bisschen was gewesen. Ja. Aber so ist vollkommen. Wir stehen da schon ganz gut. Also. Ja. Das heißt, wir lassen das jetzt so mit der. Wir messen diese Stufe noch einmal durch. Also, mhm. Wir wollten es noch einmal locken. Und wenn das dann alles passt, dann können wir es dabei belassen. Ja. Sehr gut. Du fährst ja nur 102 Oktan. Nur 102, genau. Ja. Auch wenn das so ein bisschen in den Geldbeutel geht, da habe ich mich bei der ersten Tankung erstmal erschrocken. Ja, wenn man von Diesel auf Benzin umsteigt, ja. Marcel meinte gerade, dass dadurch, dass mit dem Luftfilterkasten da jetzt alles quasi safe ist, weil dieses Gitter da schon draußen ist, dass wir jetzt einmal nochmal das Pop-Off kontrollieren sollen, mal tauschen sollen, ob das dann gleich bleibt, weil es oben halt immer noch abflacht, ne? Ja, genau. Wenn wir uns dann da sicher sind, beziehungsweise wir vermuten ja immer noch, dass dann etwas mehr Ladedruck da ist. Mhm. Am höchsten Punkt haben wir 1,7 Bar. Und im Bereich da, wo es dann abfällt, dann sind es nur noch 1,4. Ja, mhm. Fällt dann um 0,3 Bar fällt er ab im oberen Drehzahlbereich, was eigentlich ein bisschen ungewöhnlich ist. Okay. Wenn alles sauber funktioniert. Kann auch schon am Abgasgegendruck liegen. Mhm. Wegen der Auspuffanlage jetzt. Wegen der Auspuffanlage. Das ist einfach die Strömung auf der Abgasseite nicht so gut ist, Lader ein bisschen ausbremst und deswegen am Ende dann ein bisschen weniger Ladedruck da ist als erwartet. Okay. Wir probieren das aus und dann sind wir uns sicher. So, ein paar Messungen haben wir jetzt noch gemacht, 8 insgesamt, ne? Ja. Eingangsleistung 2,93. Richtig. Und jetzt sind wir bei 3,77 oder 3,78, 3,77,6 um genau zu sein. Was sagst du dazu? Ist schon sehr ordentlich. Ja, ne? Ist schon sehr ordentlich. Hätte ich nicht gedacht, dass so viel durch die GTI-Abgasanlage durchgeht, aber es ist halt schon so der Bereich, wo wir gesagt haben, 360. Klar. Ja. 10 PS-Toleranz, der eine Motor verkraftet es ein kleines bisschen besser, ja, ja, klar. Der andere ein kleines bisschen schlechter. Das ist schon so die Richtung. Mehr können wir jetzt da auch nicht drauf geben, sollten wir nicht machen, zur Sicherheit. Ja. Und man merkt schon, dass oben raus der Ladedruck ein bisschen abbaut, vermutlich durch den Gegendruck der Auspuffanlage. Wir hatten ja eben noch das Pop-Off getauscht. Richtig. Da hat sich aber nichts getan mit dem anderen. Nein, komplett gleich. Okay. Gut, dann würde ich sagen, schneiden wir das Ding mal ab und machen noch eine Probefahrt. Genau, fahren wir noch einmal auf der Straße. Schaffst du das? Das müssen dann Stoßdämpfer sein. Ja. Stoßdämpfer oder die Lagerung von der Vorderachse. Aber es hört sich sehr nach Stoßdämpfer an. Kann sein, dass du jetzt schon so tief bist, dass du auf dem Kunststoffpuffer aufliegst oder diesen Gummipuffer aufliegst, der im Prinzip der Begrenzer ist. Und das macht das dann am Ende auch so hart. Ne? Ja. Ja, merkt man schon einen Unterschied, ne? Ja, das sind nur knapp 80 PS. 170 Newtonmeter. Krass, ey. Hab ich gar nicht gedacht. Jetzt habe ich ja noch die Astrein Achilles-Reifen hier drauf. Aber du hast vorhin mal Mittagessen gesagt, ich soll die Michelin Pilotsport fahren. Ja, für ein Alltagsauto, was man bei jedem Wetter fährt, ist das schon mit der beste Straßenreifen. Okay. Unsere Erfahrung. Bin auf jeden Fall sehr zufrieden, es läuft sehr, sehr gut. Habt ihr gute Arbeit geleistet. Eigentlich war ja mein Plan, dass ich zu Marcel selber hinfahre. Aber so hat das ja wunderbar funktioniert. Lockst du da jetzt noch? Oder? Ich habe hier die Werte drin, wie zum Beispiel Ladedruck, Drosselklappenposition, Kraftstoffdrücke, Hochdruck, Niederdruck, die Zündwinkelrücknahme, falls er da Eingriffe hat. Die Werte kann ich mir dann schön in der
hier in dem Fall nicht in der Tabelle, sondern in einer schönen Grafik ansehen. Mhm. Und kann dann da darauf hinaus sagen, funktionieren alle Parameter, ist alles im Toleranzbereich oder laufe ich irgendwo schon, sagen wir mal, im Grenzbereich. Wenn ich dann sehe, dass der Kraftstoffdruck sinkt, obwohl er das nicht dürfte, dann sind wir zumindest an der Grenze oder halt schon drüber. Ne? Okay, und sollte das zum Beispiel so sein, wäre dann entweder man tauscht die Pumpe oder man nimmt ein bisschen Leistung wieder weg. Richtig. Okay. Aber das wollen wir ja nicht, Leistung wegnehmen. Ja, Leistung wegnehmen, das wollte noch nie jemand haben. Weißt du, wie das für mich war? Guck mal, Marius in sämtlichen Autos Leistung. Philipp mit sämtlichen Autos, okay, bis auf in seinem Bus, Leistung. Ja. Und ich fahre immer mit meiner, bin immer mit meinen 184 beziehungsweise dann zum Schluss ja mit den 220 circa durch die Gegend gefahren und dann sagt mir jemand, ja, du kannst mit deinem Diesel nicht mehr machen, wenn du nicht stillgelegt werden willst. Ja. So, deswegen ist das ja für mich die beste Variante gewesen, die man überhaupt hätte machen können. Ja. Klar, geht immer mehr, aber immer mehr kostet auch immer mehr Geld. Ja. Das ist halt, wie viel Alltagsauto hast du dann noch? Wenn es ein einziges Auto ist und sich darauf verlassen können, ja, dann ist halt immer das Problem, den Spagat zu finden zwischen Leistung und immer noch Alltagstauglichkeit. Mhm. Zuverlässigkeit. Also bei mir, viele Leute denken jetzt wahrscheinlich, dass ich der Übervorsichtige bin. Das Problem ist halt, warum ich bei mir alles legal haben will. Wenn das Auto stillgelegt wird, dann gehe ich halt zu Fuß. Ich habe nicht noch ein Auto stehen, womit ich dann in der Zeit fahre. Dann wäre mir das vielleicht auch egal. Ja. Aber so geht es nicht. So muss der Wagen einfach safe sein. Ich muss durch jede Polizeikontrolle kommen. Okay, die zweifeln wahrscheinlich eh an. Aber so ist sicher. Irgendjemand was will, dann hast du zumindest vorübergehend ein Problem. Auch wenn sich nachher herausstellt, das ist alles in Ordnung. Ja. Aber erstmal wirst du stillgelegt. Erstmal kommen die Problemchen, die erste Woche, was weiß ich, wie lange das dauert. Ja. Und dann die Kosten hast du immer noch. Das ist immer schlecht. Ja, die Kosten ist das eine. Wo ich immer am meisten Angst vor hätte, ist, die holen dann ja immer irgendein Abschleppunternehmen, die gar nicht wissen, mit so einer tiefen Karre überhaupt umzugehen. Ja. Und dann reißen dir die Kotflügel auf, brechen dir die Felgen kaputt oder. Ja. Das ist dann viel mehr Schaden als die 1-2.000 Euro, sage ich jetzt einfach mal, die sie dir selbst abknüpfen. Ja, ja, ich würde sagen, danke auf jeden Fall. Gerne. Auch an MTR, dass das heute wieder mal so wunderbar funktioniert hat. Sehr, sehr zuverlässig, der Mensch. Ihr drückt die Glocke und abonniert, damit ihr die weiteren Videos nicht verpasst. Als nächstes bauen wir hoffentlich mit Benjamin, also von BK Performance, die Abgasanlage. Ja, dann würde ich sagen, bis dahin. Ciao. Tschüss.